Es wird Zeit für eine neue Anime-Empfehlung. Heute habe ich 5 Gründe für euch, wieso ihr mit Kamisama Kiss anfangen solltet. Let's go! Erstens. In Kamisama Kiss gibt es sehr, sehr viele liebenswerte Charaktere. Hauptcharakter ist Nanami, ein einfaches Mädchen, das dank eines Stirnkusses von Mikage zum Gott wird. Das hört sich ziemlich seltsam an, das gebe ich zu. Generell gibt es bei Kamisama Kiss einfach verschiedene Götter. Nanami wird als einziger Mensch zum Landgott und hat jetzt die Aufgabe, sich um ihren Schrein und die Anliegen der Menschen zu kümmern. Oh, und jeder Gott wird von einem oder mehreren Vertrauten bzw. Spirits begleitet und unterstützt. In Nanamis Fall ist das vorerst nur Tomoe. Tomoe ist ein Fuchsgeist, sehr launisch und im Grunde der zweite Hauptcharakter des Animes. Zweitens, Comfort. Kamisama Kiss ist ein klassischer Comfort-Anime, der einem sofort gute Laune beschert. Das fängt bereits beim Intro an und hört erst nach dem Outro auf. Beides habe ich ausnahmsweise nie geskippt, kann ich hier aber leider nicht abspielen wegen Copyright. Auch der Humor des Animes und die teils sehr witzigen Animationen haben mich sehr oft sehr viel zum Lachen gebracht. Besonders hervorzuheben ist die Beziehung zwischen Tomoe und der Schlange Mizuki. Die beiden hassen sich auf eine sehr unterhaltsame Weise. Drittens. Tomoe. Viertens. Love. Neben Humor spielt auch Romanze bei Kamisama Kiss eine wichtige Rolle. Dass zwischen den beiden hier noch was laufen wird, ist schon ab dem ersten Treffen klar. Allerdings ist die Liebesgeschichte zwischen ihnen keineswegs kitschig oder sonst irgendwie aufgebaut, dann würde ich auch aussteigen. Sie ist eher zweitrangig, aber irgendwie eben auch nicht. Es ist schwierig, das zu erklären. Ihr versteht, was ich meine, sobald ihr es selber seht. Nur so viel vorab, Nanami will und Tomoe will nicht. Denkt er. Nanami, itsumare neteiru, shokuji ga samer zo. Fünftens. Kamisama Kiss besteht aus 25 Folgen und 5 OVAs. Ist also schnell durchgeguckt. Also wirklich schnell. Leider. Das war's im Grunde auch schon. Ich wünsche viel Spaß beim Schauen und schreibt gerne in die Kommentare, wie euch der Anime gefallen hat. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Jenna!